Mein Name ist Bernd Bachhofer, bin gebürtig aus dem Remstal, bin von Beruf Koch und bin Geschäftsführer, Pächter und Küchenchef im gleichnamigen Restaurant Bachhofer hier in Waiblingen am Marktplatz. Ja, zum Kochen bin ich klassisch zu meiner Oma gekommen. Die war nämlich gelernte Köchin. Die hat früher auch ein eigenes Restaurant gehabt in Stuttgart. Und in der Küche zu stehen bei ihr in Nellingen, Ostfildern, fand ich das Spannendste, was es gibt. Ich wollte auf jeden Fall nach der Kochlehre in Städten weit raus und andere Eindrücke machen, einfach ein bisschen größeren Fokus haben. Und so ein bisschen ein Faible für die Glamour-Welt habe ich immer schon gehabt. Und ich wollte auch Skifahren lernen. Und deswegen war klar, St. Moritz oder Gstaad muss es sein. Wir haben uns dann quasi mit einem Freund zusammen in alle Grand Hotels in Moritz beworben. Und dann waren wir eben vom coolen Hotel eingeladen worden, ein paar Tage zu arbeiten. Und kurioserweise haben die jemanden gebraucht für ihren Dracula-Club. Da muss man wissen, dass das der Privatclub von Gunter Sachs war, an der Bobbahn. Und er hat genau an dem Abend seinen rauschenden Geburtstag gefeiert. Ich weiß gar nicht, was für ein der wievielte, aber es war ein unfassbar rauschendes Fest. Kreativität und Kochen, auf jeden Fall ist es der Hauptantrieb für mich. Also zumindest für die Art und Weise, wie ich kochen möchte, wie wir es auch tun. Wir tun selten tatsächlich eins zu eins reproduzieren die Saison später. Meistens sind es immer 3, 4 Gerichte, die noch nie da waren. Wir könnten es uns ja auch einfacher machen und zurücklehnen und Dinge jeden Tag reproduzieren, die schon safe sind und die praktisch geübt sind. Insofern ist auch der Stress, den man dann hat, wenn man dann was Neues tut, auch enorm. Man weiß ja nicht genau, kann man es reproduzieren in der Menge, mögen es die Gäste, bekommt man die Materialien immer her, klappt es vom Timing, manche Dinge sind so aufwendig, vom Handling her, das lässt sich im Abend gar nicht umsetzen und das ist schon richtig, aber das ist für mich halt ein Antrieb und möchte ich nicht missen. Fantastisch, Claudia Schiffer mit Herbstlaub auf dem Kopf, fand ich mit das Faszinierendste. Bild hier in der Galerie Stiel. Muss ich dran denken, als 15-Jährige in der Kunstschule oder Kunst AG haben wir noch einen Linoleumschnitt herstellen müssen, weiß ich noch, nach einem Bild unserer Wahl. Und da habe ich mich damals für den Archimboldo entschieden, weil der so tolle Obstgeschichten auf dem Kopf gehabt hat. Sind wir extra nach Paris gefahren, in den Louvre, um das mal original anzugucken. Und hat mich daran erinnert. Er hat Umkehrbilder gemacht. Feld des Obst, Feld des Gemüse, aber ganz viel Herbst. Und eine tolle Claudia.